So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lumberjacks Dynasty. In der letzten Folge habe ich uns den Stapler hier runtergefahren, habe uns auch gleich den Pritschenwagen, den wir ausgeliehen haben, mit hergepackt mit den Bretterpaletten und habe die hier soweit schon mal reingepackt in die Trockenkammern. Da ist die Seite jetzt schon mal komplett voll. Und wir werden jetzt auf der anderen Seite noch die restlichen Paletten befüllen, falls wir noch so viel haben. Der Stapler ist in der Hinsicht auch ein bisschen, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig. Da waren schon zwei drin. Da hat er gefehlt. Aber das Ladeprinzip finde ich eigentlich ganz cool. Dass immer, wenn das grün wird, mit Enter auf- und abgeladen werden kann. So, jetzt haben wir genau das Problem, weil ich eigentlich dachte, wir haben noch genug Holz für die zwei. Sieht aber nicht so aus. Denn hier spawnt nichts mehr nach. Dann stellen wir den Stapler jetzt einfach mal hier an die Seite. Denn nur mit dem Befüllen reicht es ja nicht. Denn die Holztrocknung funktioniert erst, wenn wir es ja repariert haben. Und das werden wir jetzt in Angriff nehmen. Da brauche ich jetzt nicht die Angelrute. Wir brauchen den hier dazu. Und ich glaube, so wie es ausschaut, sind die Trockenkammern an sich. Passt alles. Nur das Gebäude muss repariert werden. Und das werden wir jetzt auch tun. Dass wir das Ganze in Betrieb nehmen können und unser Holz liefern können. Denn dafür kriegen wir ja schließlich Geld. Und es hat geheißen, umso schneller wir liefern, umso mehr Geld kriegt man, weil wir dadurch einen Bonus kriegen. Oder? Ich glaube, wir brauchen hier ein Gerüst. Gerüst, schön und gut, komme ich hier auch rein. Jetzt erstmal schnell außen rumlaufen und die hintere Seite hier fertig machen. Sieht soweit, glaube ich, ganz gut aus. Tut mir leid, aber ich verwechsle jedes Mal den Knopf. Komme ich noch aufs Dach? Und ich glaube, da gibt es auch noch was zu richten am Dach. Ne, obwohl, es ist ganz. Mal hier noch so ein Balken. Die Treppe an sich ist auch noch nicht kaputt. Türrahmen. Oh Gott, die Hütte hat es ja wirklich hinter sich. Brettertrockner ist repariert.
Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich den noch. Trocknete werden zu besseren Preisen verkauft. Sie können aber auch als Hauptbaumaterial verwendet werden. Werden die jetzt einfach immer getrocknet, wenn ich die da reinpacke, oder muss ich da irgendwas einschalten? Wir sind schon fertig jetzt, oder wie? Ich hätte eine Palette übrig lassen sollen. Aufnahme Holzdielen. Okay. Das müssten wir mal allerdings schauen. Das probieren wir jetzt mal. Weil ich habe ja die Holzstämme hier hinten. Die habe ich ja aufgeladen. Weil die ja fälschlicherweise hier draus gelandet sind. Und jetzt werden wir mal schauen, ob wir die eventuell da reinlegen können. Dass daraus Bretter gemacht werden. So wie es ausschaut, geht das schon mal nicht. Aber wir können ja mal schauen, ob man die Stämme dann händisch daherlegen kann. Weil irgendwie muss ich doch die hier trotzdem hochkriegen, oder? Muss ich vielleicht erst wegfahren. Es wäre jetzt schade drum, wenn die Stämme hier jetzt eigentlich aus Blödheit nicht verarbeitet werden können. Jetzt ist hier auf jeden Fall mal die Klammer wieder offen. Schauen wir mal, ob das was bringt. Wahrscheinlich aber nicht. Hätte ja sein können, dass man hier irgendwo Material wieder reinkriegt, dass es gesägt wird. Aber ist wohl nicht so. Dann schauen wir jetzt, ob man mit der Karre hier die Holzdielen hier rausbringt oder ob ich die mit dem Stapler aufladen muss. Okay, diesmal kann ich sie jetzt aufladen. Weil man muss sagen, mit dem Stapler einladen, das ist schon relatives Gefrickel. Bin ich schon froh, dass ich sie mit dem Kran jetzt so halbwegs rauskriege. Und ich hoffe, die sind jetzt wirklich fertig. Mal schauen, ob wir die eventuell zweilagig raufbringen. Nee,
Oh. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Aber da würde ich sagen, dann fahren wir jetzt mal hin zu dem. Warte mal, wo müssen wir es überhaupt hinbringen? Oh. Da einmal falsch auf die Karte geklickt, schon ist Feierabend. Wir müssen fahren nämlich hier unten. Ich glaube, wir müssen es einfach nur zu dem Hof fahren. Und dann sollten wir die Belohnung bekommen. Ich weiß auch nicht, wie viele Paletten der Typ kriegt oder will. Habe jetzt einfach mal alles mitgenommen. Hoffe allerdings, dass er es nicht alles braucht. Weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich jetzt schon wieder falsch bin. Aber ich glaube, das war hier. Dann hier hoch. Dann ging es, glaube ich, hier runter. Ja, warte mal, hier geht's runter. Muss ich da weiter hinfahren oder? Doch geheißen, ich soll hier die Holzdielen hinbringen oder muss ich jetzt hier noch was reparieren? Kaufe Bretter oder Schneide und trocknet eigenen. Bau mit dem James Sommerhäuser wieder auf. Ach so. So ist das. Wir müssen die gleich wieder aufbauen. Wieso steigt er jetzt ein? Wollte doch eigentlich nur aufnehmen von Holzdielen. Gut, dann werden wir die halt erst abladen. Schmeißen wir mal drei Pakete runter. Und probieren es dann. Okay, dann bauen wir halt jetzt die kompletten Sommerhäuser von dem. Vielleicht springt er dabei ein bisschen was für uns raus, außerhalb der Belohnung. Wenn er hier vielleicht einen dauerhaften Abnehmer hat. Oder wie es hier eigentlich schon drin steht, Investor, was der in unser Sägewerk investiert.
jeden Fall. Schlecht ausschauen tun sie ja aktuell mal nicht. Und ich hoffe, dass eine Palette so ausreicht. Bitte, was passiert hier? Ne, ich habe keine Bretter mehr. Oh Gott, da stehen nochmal drei. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Sachen, wo ich schon gebaut habe, nicht erkannt werden oder beziehungsweise nicht gespeichert werden. Aber ganz ehrlich, ist eine Early Access, da kann sowas schon passieren und das ist ja dann auch nicht schlimm. Da ist noch ein Hammer. So, dann haben wir hier, glaube ich, das erste Gebäude so halbwegs. Da brauchen wir noch ein Vordach. Ist soweit fertig. Also oben ist das Dach wahrscheinlich ein bisschen zu kurz, so wie es ausschaut. Aber ich denke, wir haben alles soweit schon mal gebaut. Vom ersten. Hat er jetzt die Bretter genommen? Na jetzt. Ein bisschen verwirrend sind teilweise die Anzeigen auf jeden Fall. Wenn sie eigentlich hinter der Wand sind. So wie der gerade.
Und dann machen wir jetzt aber als erstes schnell das Dach drauf. Dass hier schon mal das Wetter nichts mehr macht. So, dann machen wir mit dem Boden weiter. So, dann müssen wir das restliche Holz auch noch abladen. Da brauche ich noch eins, dann brauchen wir auf jeden Fall nochmal zwei Paletten. Die kommt hier rüber. Die brauche ich hier. Und die kommt auch an das Haus hier. Und dann brauchen wir nochmal zwei Paletten für dieses Haus. Aber jetzt verbauen wir erstmal das ganze Material. Sind auf jeden Fall nette Häuser. So wie es ausschaut, ist das jetzt hier auch durch, ja? Ja, sieht so aus. So, also wenn das Material ausgeht, dann bricht er die komplette Wand ab, die ich gebaut habe. Ob dabei allerdings dann mein Material verschwunden ist komplett? Das kann ich jetzt allerdings so nicht sagen.
mich allerdings wundert, ist, dass es hier noch keine Anzeige gibt, weil es ja geheißen hat, wenn ich schneller bin, komme ich mehr. Aha, mein Holz ist schon wieder alle. Das wäre halt auch schön, wenn das irgendwann ändert, wenn ich jetzt schon mal zwei Holzbretter verballert habe. Dass die Wand dann wenigstens so halbfertig stehen bleibt und nicht wieder zurückgesetzt wird. Wie gesagt, ein Spielschuss stört es jetzt so im Endeffekt nicht. Aber auf Dauer gesehen sind es ja dann doch immer ein paar Brettchen, wo dann da verloren gegangen sind. Das Haus kriegen wir noch fertig. Und dann müssten wir noch mal zwei oder drei Paletten holen. Schauen wir noch mal ringsrum. Sieht soweit ganz gut aus. Ein bisschen Holz haben wir ja noch. Das können wir ja hier verbauen. Dann schauen wir mal den hier noch. Ja, war ja klar. Es waren jetzt bestimmt rund 10 Bretter, was jetzt hier nicht fertig geworden sind. Oder verloren gegangen sind. Würde ich jetzt sagen, fahren wir jetzt nochmal schnell zurück. Machen wir die Mission gemeinsam auf jeden Fall fertig. Und dann schauen wir, wie es hier weitergeht. Ich weiß ja auch nicht, wie das ist, wenn wir jetzt hier fertig sind. Ob dann auf einen Schlag der Transporter auch nicht mehr zur Verfügung steht. Weil sonst würde ich jetzt sagen, packe ich alles drauf und könnte dann schauen, ob wir noch irgendwo was verkaufen könnten. Beziehungsweise wischt das erschmarren, weil wir sollten es eher ins Sägewerk packen. Dass das wieder im neuen Glanz erstrahlt. Oh, sorry. Ich denke, da würden 3 jetzt erstmal reichen. Aber wir nehmen es jetzt trotzdem mal raus. Und stellen sie daher. Dass sie mal aus der Trocknung draußen sind. Mal wieder zurück
und bauen das Haus fertig. Ich glaube, zwei hätten gereicht. Und schon wieder du. Ich glaube, das ist so ein Paketdienstler. Ich sag, der Fritschenwagen ist halt Gold wert. Es war bei Farmers Dynasty schon so. Wenn du den hattest, dann hat man sich ziemlich viel Zeit erspart, wenn man als Baumaterial alles mitnehmen konnte. Und Baumarkt haben wir bis jetzt ja auch noch nicht besucht, beziehungsweise geschaut, wo der überhaupt ist. Weil zum Streichen und so braucht man den Baumarkt auf jeden Fall. Aber vielleicht wird das ja hier der nächste Schritt sein, dass wir hier noch Farbe organisieren müssen. Dass wir die Sommerhäuschen hier machen können. Wie geht's zu Jameson Hall? Das Haus ist doch noch gar nicht fertig. Also ganz ehrlich, ich bin dafür, dass wir das Haus trotzdem fertig bauen. Es hat geheißen, bau die Sommerhäuser fertig, also bauen wir die jetzt auch fertig. Und halbfertige Sachen lassen wir jetzt ja wohl nicht da rumstehen. So. Dann haben wir die Wände drin, dann kommt jetzt noch der Fußboden zum Einsatz. Und dann hoffe ich auf jeden Fall, dass ich den Rest der meiner Paletten wieder mitnehmen kann. Aktuell habe ich das Gefühl, dass es hier auch ein
paar mehr Folgen geben wird als nur 10 Stück. Haben wir die gleich noch wieder auf hier. Weil es macht einfach nur Spaß. Und ich nehme das jetzt momentan gerade alles hintereinander auf, weil das wirklich richtig Spaß macht. Warte mal, und wie heißt jetzt das Ganze hier? Ein lokaler Investor. Genau. Die Arbeit ist erledigt. Die Häuser sind wie gewünscht repariert. Und du hast es rechtzeitig geschafft. Dein Onkel hatte recht, was dich betrifft. Hier, bitte, die Prämie. So, Sozialpunkte und 5200 an Bargeld. Aber jetzt habe ich mal eine Frage, wenn ich jetzt gerade 5200 bekommen habe. Warum habe ich hier nur 4421 drauf? Waren wir im Minus? Gute Frage, gell? Oder hat es uns das falsche Geld gut geschrieben? Kann natürlich jetzt auch sein. Und ich hab's, wie ich es gewusst habe, meine Bretter kann ich nicht wieder mitnehmen. Verdammt. Dann nehmen wir halt immer wieder, wenn wir hier vorbeifahren, mal Bretter mit. Verbauen die. Runternehmen können wir sie ja wenigstens. Na, würde ich sagen, sind wir hiermit auch am Ende der Folge. Und in der nächsten Folge werden wir uns mal hier in die Richtung von Connor und der Botanikerin geben. Wo wir eigentlich ja hin wollten. Und würde sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen freuen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, natürlich auch über ein Abo. Ansonsten, wenn ihr hier irgendwelche Tipps, Tricks oder Infos für mich habt über das Spiel, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.